Herzlich willkommen zurück zu Black Mirror, der dunkle Spiegel der Seele. Wir sind immer noch in Wales im Schloss und haben uns jetzt von Lady Victoria hier dieses Amulett geholt. Das war in ihrem Schmuckkästchen versteckt. Und mit dem hoffen wir doch jetzt, durch diese Tür zu kommen, die uns noch den Weg zur Gruft versperrt. Aus der Unterseite ragt Eisen. Okay, naja, wollen wir mal hoffen, dass das jetzt auch da reinpasst, in dieser Aussparung in der Tür. Deshalb gehen wir auch direkt wieder zur Gruft und werden das Ganze mal ausprobieren. Und dann sollten wir eigentlich in das Grab von Durkheim Gordon, glaube ich, hieß er, kommen. Und eventuell den zweiten Schlüssel finden, den William ja gesucht hat. Also hätten wir dann schon 2 von 5, was ja nicht schlecht ist. Dafür, dass wir eigentlich gerade erst mit der Suche begonnen haben. Und das hier offenbar ja einer der schwierigeren war. Den hat ja William nicht entdecken können. So, steigen wir wieder hinab in die Gruft und testen doch mal aus, ob das jetzt hier reinpasst. Aber das sieht eigentlich ganz gut aus. Und die Tür öffnet sich. Der Weg in die Gruft ist frei. So, hier scheint es nicht zu geben. Na gut, dann wagen wir uns mal weiter in die Gruft vor. Das muss Durkheims Grab sein. Ja, ich denke auch. Das hier wird sein Grab sein. Dann schauen wir uns doch mal hier ein bisschen um. Ein Abgrund ist hier. Ich dachte, das wäre der Sumpf, der jetzt hier schon einen Teil der Gruft eingenommen hat. Aber scheint ja nicht so. Mal gucken. Durch die Nebelschwaden ist es unmöglich, die Entfernung bis zum Boden zu schätzen. Das Loch in dem eingestürzten Boden könnte sehr tief sein. Ich bleibe lieber auf Distanz. Hier kann der Boden auf jeden Fall nicht eingestürzt sein. Hier liegt ja noch dieser Kerzenhalter. Vielleicht da drüben oder weiter hinten? Wer weiß. Die Wurzeln sind hier hineingewachsen. Bald werden sie die ganze Decke des Grabes zum Einsturz bringen. Ja, gut, dass wir jetzt hierher gekommen sind, ne? So, hier haben wir einen Monolith mit Inschrift. Das werden wir uns mal genauer ansehen. Oben ist eine Öffnung. Okay. Oben ist eine Öffnung. Da muss bestimmt irgendwas rein. Was sagt denn die Inschrift? Der Kluge möge den Kopf eines anderen benutzen. Der Kluge möge den Kopf eines anderen benutzen. Na, ich meine, hier sind ja mehrere Schädel zur Auswahl. Ne, hier drüben, die können wir nicht anwählen, aber hier ist ja eine ganze Menge, ne? Ja, ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob wir jetzt einfach zum Grab gehen können. Ah, ich habe da ein bisschen Angst vor, muss ich sagen. Das könnte dann durchaus wieder Samuels Ende sein, wenn wir das machen. Deshalb werde ich jetzt einfach mal vorher sicherheitshalber speichern und mich hier absichern an der Stelle. Nee, das hat nicht funktioniert leider. Oh, mal ordentlich. So. Und dann wagen wir uns mal daran. Mal sehen, was passiert. Vielleicht passiert ja auch gar nichts. Ich will versuchen, den Deckel wegzuschieben. Boah. Heftig. Da hat das Blut nur so gespritzt, ne? Okay, dann wollen wir mal laden. Glücklicherweise habe ich ja gespeichert. So, okay. Also an das Grab gehen wir erstmal nicht ran. Das heißt, wir müssen hier vorher wahrscheinlich irgendwas damit machen, dass wir dabei nicht sterben. So, na, dann schauen wir uns mal die Schädel an. Sie sind alle aus Steinen gemeißelt. Ja, und welchen soll ich jetzt davon benutzen? Gibt es hier irgendeinen, der wie anders bezeichnet ist? Nö. Kann man damit irgendwas machen? Bis auf ihre Größe ist nichts Außergewöhnliches daran. Warum gibt es im Grab so viele davon? Ja, das sind gute Fragen.
Sie sind alle aus Steinen gemeißelt. Was soll ich denn jetzt damit tun? Also so kann ich jetzt nichts machen. Was haben wir denn hier so für Gegenstände? Wir haben noch Säure. Eine starke, konzentrierte Säure, die Richard mir gegeben hat. Ich glaube, das bringt mir jetzt in dem Moment nicht so viel. Ich könnte jetzt natürlich versuchen, die kaputt zu machen. Wenn wir noch viele Gegenstände, die uns da gar nichts helfen. Das Messer, damit kommen wir wahrscheinlich gar nicht erst da hoch. So, Feuer. Ich sag mal, das Einzige, womit wir die jetzt wahrscheinlich wirklich erreichen könnten, sind die Steine, die wir das da drauf werfen. Das andere bringt uns ja nicht viel. Mal gucken. Hier ging's gerade, oder? Ja. Also hier können wir die benutzen. Machen wir das einfach mal. Und? Hat uns das was gebracht? Oh, unglücklicher hätte er nicht fallen können. Wahrscheinlich hat mich gestern in der Mine das Glück verlassen. Ja, wahrscheinlich schon. So, wie kommen wir jetzt daran? Kannst du deine Hand da reinstecken? Verflucht. Er liegt zu weit weg. Ich komme nicht ran. Dieser Schädel ist nicht aus Stein wie die anderen. Von wem könnte ein so großer Schädel stammen? Okay, das ist also ein echter, aber wie kommen wir jetzt daran? Können wir das hier wegätzen? Die Gitterstäbe? Die gibt's auch gar nicht zur Auswahl, ne? Feuerzeug. Wir müssen ja mit irgendwas danach angeln. Nee. Wir hatten doch hier drüben die Wurzeln. Kann man die noch auswählen? Die Wurzeln? Nee, leider nicht. Sonst hätten wir uns ja mal ein bisschen was davon abschneiden können. Bis auf ihre Größe ist nichts Außergewöhnliches daran. Okay, aber die anderen sind alle aus Stein, außer dieser eine. Warum gibt es im Grab so viele davon? So, haben wir hier sonst noch irgendwas, was wir eventuell gebrauchen können? So, das Grab rühren wir nicht an. Wir brauchen auf jeden Fall diesen Schlüssel. So, aber haben wir jetzt... Wir haben keinen Gegenstand, meiner Meinung nach, mit dem wir den jetzt da rausfischen können, oder? Ich meine, das hier ist noch relativ lang und dünn. Aber das geht halt nicht, das benutzt er nicht. Den Steinen, was soll das bringen? Gar nichts, offenbar. Und die Gitterstäbe gibt es nicht zur Auswahl, sonst hätten wir die vielleicht wegätzen können. Feuerzeug. Nee, wir brauchen irgendwas Langes, Dünnes, womit wir das davor fischen können. Anders wird das doch nichts, oder? So sehe ich das zumindest. Monolith, aber hier ist nichts weiter. Da müssen wir wahrscheinlich nochmal draußen gucken, ob wir da irgendwas finden. Na gut, dann gehen wir nochmal gucken. So, ist hier noch irgendwas? Nee, hier ist tatsächlich gar nichts. Nach oben. Nee, hier ist nichts. Dann gehen wir mal hoch. Irgendwo muss ja was zu finden sein, was wir dafür verwenden können. Hier irgendeine Pflanze, irgendein Stock muss das schon reichen. Der ist doch eigentlich schnell gefunden, oder? So, hier irgendwas. Von diesen Gewächsen. Aber außer zum Grab gibt es hier nichts zur Auswahl. Das ist doch blöd. So, gehen wir mal weiter. Irgendwo muss ja was zu finden sein. Gehe ich jedenfalls von aus aktuell. Vielleicht gibt es auch nichts zu finden. Hier kommen wir nur wieder weg. Können wir auch nichts einsammeln von dem Zeug. Und hier drinnen war eigentlich, glaube ich, auch nichts.
Jedenfalls würde mir nicht einfallen, was da jetzt gewesen sein soll. Und außerdem haben wir uns das ja... Ach, der Schürhaken. Genau. Perfekt. Sehr gut. Damit haben wir es ja schon. Damit geht es wieder zurück. Das müsste ja der Gegenstand sein, den wir gesucht haben. Und wieder nach unten. Hätte ruhig auch mal gleich mitnehmen können, ne? Dass man nicht immer hin und her laufen muss. So, jetzt gucken wir uns den nochmal an. Ein massiver Schürhaken. Mit dem sollte das doch gelingen. Oder was sagst du, Samuel? Ja, so komme ich ran. Der Schlüssel sieht ja auch irgendwie ein bisschen gruselig aus. Ein alter Schlüssel mit der Darstellung eines Totenkopfes. Sieht ein bisschen so aus, als hätte der Haare. Der Totenschädel. So, ich denke mal, dass das jetzt hier reinkommt. Dieses Geräusch, was war das? Und das sollte doch jetzt irgendwie die Falle deaktiviert haben, hoffe ich. Vorher speichere ich nochmal kurz ab. So. Und dann gucken wir mal. Wir nähern uns vorsichtig dem Grab. Oh ja, wir sterben nicht. Sehr gut. Durkheim Gordon. So, gibt's hier noch irgendwas anderes bei dem zu holen, außer den Schlüssel? Sieht nicht so aus. So, dann gehen wir wieder. Ich hatte keinen Grund, noch länger in Wales zu verweilen. Am nächsten Morgen verabschiedete ich mich von Eleanor und kehrte nach Black Mirror zurück. Kapitel 4 – Vergessene Schuld. Samuel, du bist früher zurückgekehrt, als ich erwartet habe. Wie ist das Leben in Wales? Geht es Eleanor gut? Ja, ihr geht's ganz gut. Ich habe ihr deinen Brief gegeben. Danke, Samuel. Ich spüre Unsicherheit in deiner Stimme. Stimmt etwas nicht? Ich fürchte ja, mein Lieber. Bates, sagen Sie es, Samuel. Ich möchte nicht selbst darüber sprechen. Ja, Madam. Zuerst wegen Sir Robert. Er ging in derselben Nacht fort, in der Sie nach Wales aufgebrochen sind, Sir. Kurz vor seiner Abreise sagte er mir, er müsse wegen einer dringenden Angelegenheit nach Ashbury. Ich weiß, darüber habe ich mit ihm gesprochen. Ist etwas im Sanatorium passiert? Sir, ich weiß es leider nicht. Sir Robert ist an dem Abend nicht wieder heimgekehrt. Und wir haben seitdem nichts mehr von ihm gehört. Vielleicht musste er dort bleiben. Mir hat er gesagt, er hätte viel zu erledigen. Das dachten wir uns auch, aber der Oberschwester nach hat er Ashbury kurz vor Mitternacht wieder verlassen. Das ist tatsächlich seltsam. Er hat oft mehrere Tage im Sanatorium übernachtet, aber er sagte immer vorher Bescheid. Wir wissen nicht, ob ihm etwas zugestoßen ist. Bates, sagen Sie so etwas nicht. Entschuldigung, Madam, so habe ich es nicht gemeint. Wir warten ab bis heute Abend, dann rufen wir das Sanatorium an. Vielleicht ist Robert bis dahin zurückgekehrt. Bates, Sie sagten... Zuerst wegen Sir Robert. Sollte ich noch irgendetwas wissen? Ja, Sir. Ich weiß nur nicht, ob ich vor Madam darüber sprechen sollte. Oh, machen Sie schon, Bates. Der Gedanke ist sowieso unvermeidlich. Also gut. Heute Morgen ist Inspektor Collier aufgetaucht. Ich dachte, er sei wegen Henrys Ertrinken gekommen. Aber ich habe mich geirrt. Jemand aus dem Dorf hat die Leiche eines Jungen im Wald gefunden. Collier kam nur, um uns darüber in Kenntnis zu setzen. Diesmal verschonte er uns mit seinen Fragen. Die Leiche eines Jungen? Was ist ihm zugestoßen? Inspektor Collier war der Meinung, der Junge sei von Wölfen getötet worden. Hat er gesagt, wo es passiert ist?
Nein. Und ich wollte ihm keine Fragen dazu stellen. Oh, ich verstehe. In den letzten 2 Tagen haben wir schon Unglück genug gesehen. Ich weiß nicht, was hier vor sich geht, Samuel. Entschuldige mich jetzt bitte. Ich möchte nicht länger darüber sprechen. Ja, ich verstehe. Ich gehe vielleicht auf mein Zimmer. Ich habe schon heute Morgen den Kamin angezündet, Sir. Es ist sehr kalt heute. Bevor er ging, sprach Robert von einem flüchtigen Patienten. Robert. Und dieser Junge. In letzter Zeit geschehen hier in der Tat einige sehr seltsame Dinge. Oh ja, das ist wahr. Das heißt, es gibt einen weiteren Toten und ja, Robert wird vermisst, kann man ja eigentlich schon fast sagen. Mal sehen, ja, dazu sollten wir vielleicht dann auch einige Nachforschungen antreten. Okay, wir haben jetzt wieder so ein paar Sachen hier drin. Oh, wir haben jetzt das Schmuckkästchen auch wieder zurück. Das war doch vorher, das war doch das, was ich schon mal gesucht hatte, ne? Also dann hat er bestimmt einige Sachen einfach hier gelassen und nicht mit nach Wales genommen, was ja auch clever ist. Hast du fein gemacht, Samuel. So, können wir hier vielleicht noch was erfahren? Er sieht müde aus. Ich möchte im Moment nicht reden, Sir. Okay, was mit dir? Sie liest in einem Buch. Ich möchte Victoria nicht mit einem weiteren Gespräch stören. Ich rede später mit ihr. Okay, dann gibt es aber hier jetzt auch nicht mehr so viele Leute, mit denen wir uns unterhalten können. Denn wenn Robert nicht da ist, bleibt ja dann nur noch Morris übrig. Dann gehen wir jetzt trotzdem erstmal aufs Zimmer, so wie Samuel das vorgeschlagen hat. Das wird schon seine Bewandtnis haben, warum er dahin möchte. Und dann sollten wir vielleicht nochmal mit Morris sprechen und vielleicht auch mal in Erfahrung bringen, wer der Junge ist, der im Wald gefunden wurde. Können wir da rein jetzt? Robert ist noch nicht zurück. Niemand weiß, wo er ist. Ja, das ist auch merkwürdig. Die heutige Zeitung. Ich möchte sie nicht lesen. Keine weiteren Briefe an der Stelle? Okay. Dann gehen wir zum Zimmer. Was machen wir jetzt hier? Hast du irgendwelche Vorschläge, Samuel? Lass mal frisch machen. So, wenigstens einmal am Tag die Hände waschen, ne? Und dann... Es ist schön warm hier drin. Gucken wir uns wie immer das Feuer an. Ich sollte meine Kleider abends über den Stuhl hängen, damit sie trocknen. Ja, das hatten wir ja auch schon mal. Na gut, ja, hier dürfte auch nichts weiter drin sein. Dann gehen wir wieder. Hier war jetzt ja doch nichts wirklich Spannendes. Ich dachte, weil er so drauf beharrt hat, dass wir dann hier irgendwas, ja, finden. Dann werden wir doch mal sehen, dass wir als erstes mal mit Morris reden. So. Gehen wir nach unten und dann verlassen wir direkt mal das Schloss. Und gehen zum Stall. Und hier regnet es natürlich immer noch. Ach, herrlich. Wunderschönes Wetter. Und Morris bastelt immer noch an diesem Ding rum. Morris, haben Sie einen Moment? Klar. Oh, es ist Vic. Ja gut, das ist jetzt natürlich ein bisschen spoilermäßig hier. Morris, was wissen Sie über den Jungen, der im Wald tot aufgefunden wurde? Ich? Ich weiß gar nichts über ihn. Aber ich sage Ihnen eines. Hier in der Gegend passieren seltsame Dinge in letzter Zeit. Verdammt seltsame Dinge. Ich gehe dann jetzt. In Ordnung, Sir. Ja, das ist tatsächlich so. Gut, es hat uns jetzt nicht so viel geholfen, außer dass wir jetzt wissen, dass es sich um den kleinen Rick handelt. Mit dem haben wir uns auch so gut verstanden. Der arme Junge. Aber mal gucken, wo wir dann jetzt hier so hinkommen. Wir könnten auch vielleicht einfach mal die Karte verwenden. Die alte Mine. Willow Creek. Die Kirche von Warmhill. Okay.
Dann gehen wir mal nach Willow Creek. Da werden wir ja am ehesten was erfahren dazu. Mal gucken, ob uns jemand was berichten kann, was hier geschehen ist. Auch der Angler ist diesmal nicht da. Wahrscheinlich ist ja alles in Trauer. Die Tageskarte. Sahne geschnetzeltes vom Reh. Wildschweinschulter nach Wildhüterart. Harrys Frau war schon immer eine gute Köchin. Mhm. Vielleicht esse ich später etwas. Das noch habe ich keinen Hunger. Hatten wir, glaube ich, alles schon mal. Mr. Gordon, haben Sie gehört, was passiert ist? Ja, habe ich. Armer Junge. Und ich war so gemein zu ihm. Hoffentlich wird diese Bestie von einem Wolf schnellstens erlegt. Ich hänge seinen ausgestopften Kopf über der Tür auf. Darauf können Sie sich verlassen. Woher wollen Sie wissen, dass es ein Wolf war? Nun, was hätte es sonst sein können? Das war bestimmt ein Wolf. Vielleicht. Kann er uns vielleicht irgendwas anderes sagen noch? Ich will Sie nicht stören. Ja? Irgendwelche Infos? Ich muss mit Ihnen reden. Gut, aber fassen Sie sich kurz. Okay. Was weiß er denn darüber? Haben Sie gehört, was passiert ist? Ja. Es ist furchtbar. Wissen Sie, ich lasse mich nicht leicht aus der Ruhe bringen, aber dieser Junge, er tut mir wirklich leid. Als man ihn fand, war er in Stücke gerissen. Diese verdammten Wölfe. Ich würde am liebsten überall Fallen aufstellen. Und alle Wölfe erschießen, die nicht in die Falle geraten. Wo ist es passiert? In der Nähe der alten Mine. Gleich neben diesem verfluchten Altar. Am Steinkreis? Ja, genau da. An dem Ort spukt es. Das steht fest. Früher war es eine Opferstätte der Druidenmagier. Es ist ein böser Ort. Der arme kleine Vic. Der Steinkreis. Früher als Kind habe ich auch da gespielt. Ich sollte mich da umsehen. Ja, dann werden wir da mal hingehen. Aber was hat denn Vic überhaupt da gemacht? Hat er wirklich nur da gespielt? Aber die Wölfe werden ja nicht tagsüber angegriffen haben, oder? Naja gut, wir werden das im nächsten Video genauer untersuchen. Zeit ist nämlich an der Stelle schon wieder vorbei. Bis dann. Tschüss.